Ey Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten Let's Play von MW3. Immer 2 gegen 2 am Start. Mit dabei der Jan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, und ja, ich muss sagen, wir ziehen jetzt einfach mal so ein paar kleine Noobs hier ab. Hier, das ist schönes Suchen und Zerstören auf der Map Erosion. Erosion. Wenn jetzt irgendeiner rumhört, warum ich das so ausspreche, ich spreche das halt so aus. Sprecht es einfach als Erektion aus, so wie ich es immer gerne mache. Genau, Erektion, so heißt die Map. So, wir spielen ja auf, war mittlerweile eine meiner Lieblingsmaps, Erosion, Suchen und Zerstören. 2 gegen 2. So sieht's aus. Einen habe ich schon mal. Dann muss ich mir wohl den zweiten greifen. Oder leuchten tot. Wo ist der? Irgendwo oben. Im Fenster ist er drin. Alles klar. Komm, den Snicks dann hol ich mir den, ich hol mir den. Oben? Nein, der ist genau. Naja, ich weiß, dass der oben ist. Da unten. Ja, ich hab's gesehen. Bam, Junge. Hab ich ihn gegeben. Quickscope. Der war richtig schön. Zieht euch diesen geilen Quickscope rein. Ich habe ihn gar nicht richtig gesehen. Habe einfach nur diesen das kleine Rohr reingeguckt, so richtig minderwertig und ihm gegeben. Ach, der war schön. Das kann man sich geben lassen für die Augen. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich spiele oben. Also ich, Jan, spiele oben. Tim spielt unten. So sieht's aus. Ich snipen kann ich nur mit der MSR. Ich bin hier am Snipen. Ja, ich... Leute, ich bin direkt tot. Wo? Wer liegt auf dem Boden da? Scheiße nochmal. Ach ja, das war's dann auch für mich. Ja, das war eine schöne Runde. Das war eine ziemlich schnelle Runde. Aber hey, muss sein. Man muss auch verlieren können. Das ist wirklich das A und O beim Zocken. Wenn man immer nur aufs Gewinnen aus ist, dann verliert man am meisten. Willst du gewinnen, musst du verlieren. Das ist so ein altes Sprichwort. Hab ich mir selber beigebracht. Ganz genau. Klar, wo ich angefangen habe zu zocken, mein erstes Spiel, mein erster Shooter war Black Ops. Lass mal kurz woanders lang gehen, die merken, dass das wieder lang geht. War Black Ops 1, ne? Von wo denn? Wie gesagt, die merken das. So ein scheiß Camper. Ja, das ist echt link, Alter. Das ist so armselig. Das war so richtig armselig, aber richtig, ey. Guck mal hier, das ist ein Silence. Oh mein Gott, was für ein Gangster! Ganz cool. Ganz cool, der Typ, ganz cool. Lass Taktik ändern, woanders da lang gehen und genau. Also ich. Irgendwann ist gespawnt. Ja, ich weiß, wo wir lang gehen. Ich gehe hier rechts lang sofort, weil ich kann die dann durchs Fenster wegnatzen. Ja, ich komme mit dir, ich deck dich so. Ne, die gehen genau direkt hinten rum. Obwohl, warte, da kommen sie, da kommt. Ich bin jetzt hier fast in der Halle drin. Ne, die gehen andersrum. Wie andersrum? Die gehen hinten rum zu A. Und sie haben bei. Nein, bei B haben sie die. Nein, der ist bei B. Bei B, wo ist B? Sniper oder? Ja. Und wo? Der ist unten wieder. Ich schick mich mal so ein bisschen hin. Da, nein. Ah, Mann! Minderwertig, ey. Minderwertig. Oh. Schwarz. Minderwertig und schwarz. Ja. Leicht anstößig, aber. Naja. Ja. So. Für all die schwarzen Zuschauer, das ist nur Humor. Es ist nicht böse gemeint. Es ist schwarzer Humor. So sieht's aus. Ich hoffe, dass ihr das alle versteht. Dass keiner von euch. Der nicht versteht, der ist einfach nur. Böse. Blöd. Nein! Also das kann nicht wahr sein! Das kann es nicht sein. Das kann nicht. Das hat so gut angefangen. Oh yeah. Das Modern fucking Warfare 3. MW fucking 3. Guckt euch dieses minderwertige Ska-L-Schwein an. Da kann man doch schon wieder nur kacken gehen. Da kräuselt's einem die Fußhaare zum Berg, Alter. Das geht gar nicht. Geht gar nicht klar, sowas. Ich nehme mal diese Dreckscamper an. Boah, Junge. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel, komm. Ja, eins hängen wir noch dran. Einen hängen wir noch hier rein hier. Ja. So muss das sein, das ist ja auf der Welt. Bei 5 Minuten, ja, einen hängen wir noch dran. Einen hängen wir noch. Aber nicht mehr in dieser Dreckslobby, sorry, aber. So, ja, so muss das sein, es ist hoffentlich wieder Suchen und Zerstören.
Crowns auch die größte Drecksmap. Wir nehmen hier gerade auf um 0.03 Uhr. Ich habe auf die Uhr geguckt, genau 0.03 Uhr. Ja. Und mittlerweile 0.04 Uhr. Wir sind schon ziemlich angeschlagen, deswegen könnte das auch unser Spiel, Gameplay so ein bisschen draufschlagen auf unsere Art zu spielen. Wir sind nicht mehr so wach. Ja, ein Kumpel hat heute Geburtstag, da waren wir und haben wir ein paar Klopfer getrunken. Ich Party gemacht und so. Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause und haben uns gedacht, warum nicht? Können Sie ja mal wieder mein Gameplay mal wieder aufnehmen. Boah, kennst du diesen Moment, wenn du dich bewegst und du einfach irgendwo so einen richtigen Stichschmerz hast, ob dir da gerade jemand ein Messer reinsticht, Alter? Nein. Das ist Birnenhalsmaul, ich kenne das. Es tut weh. Das ist nicht cool, das ist gar nicht cool. Oh mein Gott, nein, nicht Abschluss bestätigt. Aber immerhin. So. Sind wir so am Start hier? So, jetzt. Erstmal mit meinem Kampfschrei, warte. Das war der Kampfschrei. Jetzt geht's hier los. Was? Minderwertig und schwach. Tot. Ja, schau. Minderwertig und tot. Da will mein Wurfmesser im Gesicht. Ey, guck mal, was ist ein Camper? Guck mal, da hängt er in der Ecke. Jo, hängt der auch meine Waffe auf dem. Ach du Kacke. Ja, Juan, sorry. Das ist schon wieder so eine Lobby, da merkt man das schon richtig, dass das ein bisschen böse wird. Da ist man doch direkt. Oh, da ist ein kleiner Internetabbruch gekommen. Sausge ein Spiel verlassen. Steh mal wieder auf, dann ist er vom Sturm. Wieder am Start. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Oh. Ah. Verdammt, Scheiße. Was ist das für eine Mode? Oh. Das ist der Jan-Mode. Oh. Mach mal bitte. Das geil ist, mein. Oh. Mal. Huh. Was denn? Lachfleisch bekommen. Sag ich warum. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Bist ja, okay. Jetzt noch eine neue Runde, neues Glück. Bist du noch ganz knusper oder was? Bist du blöd im Kopf oder was? Also soll ich mal so ein paar lustige deine Mutterwitze sagen? Solange sie nicht anstößig sind oder gegen... Die Richtlinien verstoßen. Ausländerfeindlich. Nein, sowas sage ich doch. Sowas sage ich doch generell nicht. Also pass mal auf, ne? Okay, gut. Also, deine Mutter, ne? Die war ja letztens in England, ne? Im Urlaub. Aber die konnte da nicht zu McDonald's gehen und hat dann da beinahe angefangen zu weinen. Wisst ihr, warum die da nicht hingehen konnte? Ganz einfach aus dem Grund, weil sie nicht wusste, was Cheeseburger auf Englisch heißt. So sieht das nämlich aus. So, dann kommt der Neueste. Deine Mutter heißt Dodo und fährt einen Trecker. Das kann man auch sagen. Oder deine Mutter ist ziemlich gerne Fischbrötchen. Minderwertig und schwarz! So sieht's auch aus. Drecksgegner! Deine Mutter ist gerne Fischbrötchen. Belegt mit Moby Dick. Das kann doch nicht wahr sein! Für alle, die es nicht wissen, Moby Dick ist so ein richtig fetter Wal. Oh. Ja. Jan, nicht aufregen, alles wird Drecksspiel! Das ist MW3, damit muss man klarkommen. Mit Reis größte Drecksgame! Jetzt beruhig dich doch. Ich meine mal ganz im Ernst. Beruhigen ist das. Oh Gott, du Scheiße, Alter! Okay, ich verstehe, was du meinst. Oh mein Gott. Ich verstehe, das ist. Das grenzt schon fast an Minderwertigkeitsskill, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Von Gott. Von wo? Seht ihr, da ist schon wieder dieser verfickte Verbindungsabbruch, der einfach nicht mehr klar geht. Ich würde mal sagen, damit würden wir das auch beenden, weil da kommt nichts mehr bei raus. Das bringt gerade überhaupt nichts. Dieses Drecksgame! Das ist wirklich so, kann da gar nichts. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleibt und die geilsten Ausraster von Jan und mir mitkriegt. Und dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.